Die Idee ist, bis 2020 eine Million Menschen zu besseren Verkäufern zu machen. So, wie willst du eine Million Menschen erreichen? Mit einer Vertriebsoffensive wird das nichts. So viele Menschen erreichen wir nicht mit Präsenzseminaren. Ja, wir haben 35.000 Teilnehmer dieses Jahr in den Seminaren, aber an die Millionen kommen wir so nicht ran bis 2020. Also war die Idee, komm, wir machen ein Buch, Entscheidung Erfolg. Und dieses Buch gibt es gegen Portokosten, gegen eine Aufwandsentschädigung, gibt es dieses Buch und wir verteilen es möglichst oft in der Welt. 100.000 davon bisher raus. Super. Und das reicht ja nicht, dass du ein Buch schreibst und sagst, jetzt gibt es dieses Buch, sondern das Entscheidende ist, dass die Menschen es wahrnehmen. Du musst in die Sichtbarkeit kommen. Also haben wir gesagt, wir machen dieses Video. Wir nennen das intern das Porsche-Video. So. Und ja, ich hätte all das, was in dem Video vorkommt, hätte ich auch erzählen können bei einer Bergwanderung, was auch immer. Aber dann hätte es sich keiner angeguckt, weil die Menschen reagieren auf polarisierende Sachen. Das heißt, deswegen gibt es da einen Porsche, eine Rolex und ja, es gibt die Frauenbeine meiner Frau. Ja, so. Und damit gehst du in die Sichtbarkeit. Mittlerweile wurde dieses Video 3,9 Millionen Mal bei Facebook angeklickt. 3,9 Millionen, also nicht nur angeklickt, sondern wirklich gesehen, ja, durchlaufend gesehen. 3,9 Millionen Mal. Plus, dann haben wir noch die YouTube-Videos, die auch noch entsprechend geguckt wurden. Und dann, wir haben das Ganze am 25. November 2016 veröffentlicht und da habe ich extrem viel gelernt. Nämlich extrem viel darüber, dass es viele Menschen gibt, die keine wirkliche Kinderstube genossen haben. Nämlich an den Kommentaren. Wir haben über 6.000 Kommentare mittlerweile und was ich gelernt habe ist, also die über 6.000 Kommentare sind die Kommentare, die wir nicht gelöscht haben. Ja? So, das sind die, die wir nicht gelöscht haben. Ja, ich lösche Kommentare. Kommentare, wo ich keine Kinderstube erkennen kann, die beleidigend sind, die unter die Gürtellinie gehen, lösche ich gnadenlos. Das ist meine Fanpage, ich entscheide, was ich stehen lasse und was ich lösche. So. Und ich möchte mit euch mal exemplarisch in zwei Kommentare reingehen. Die sind einfach wahllos ausgesucht. Das war jetzt Zufall, dass ich die genommen habe und gehe mit euch da rein. So, der erste Kommentar ist von Lisa. Laut Profilfoto eine Frau im besten Alter. Und Lisa schreibt, der Erfolg stellt sich aber nur dann ein, wenn du wie im Film nicht schwarzer Hautfarbe bist, nicht weiblich und keine Gehbehinderung hast. Die richtigen Klamotten trägst, den richtigen Haarschnitt, sowie Auto hast, Trophy, Frau inbegriffen und, und. Ich habe dann geantwortet und habe geschrieben, Lisa, deine Glaubenssätze, nicht meine. Schaut, das Feedback sagt viel mehr über den aus, der es gibt, als über den, der es bekommt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, wenn ihr Feedback bekommt, von wem auch immer, auf welchem Kanal auch immer, dann denkt mal darüber nach, was sagt das Feedback über den Absender aus? Es geht weniger um den Empfänger. Und bitte, wenn ihr auch im Social Media unterwegs seid und ihr da komische Kommentare bekommt von irgendwelchen Hatern, macht es so, wer euch nicht persönlich kennt, der kann euch auch nicht persönlich meinen. Also nimm es nicht persönlich, wenn er dich nicht persönlich kennt. Das ist ein guter Spruch und das ist schon prima, weil die Menschen schließen aufgrund eines 3-Minuten-Videos auf meine Persönlichkeit und das stimmt nun mal nicht. Es ist ein Video und das Video hat den Zweck und den Sinn, möglichst viele Menschen zu erreichen, die anschließend das Buch kaufen und in ihrem Leben etwas ändern. So, Lisa. Lisa, gehen wir nochmal durch. Der Erfolg stellt sich aber nur dann ein, wenn du, wie im Film, nicht schwarzer Hautfarbe bist. So, der vorletzte Präsident der Vereinigten Staaten hatte welche Hautfarbe? Der mächtigste Mann auf diesem Planeten war ein Schwarzer. Ist ein Schwarzer immer noch so. Ne? Viele Sportler, viele Musiker, viele erfolgreiche Unternehmer sind schwarz. Und das hier ist eine scheiß Ausrede, warum Lisa es nicht auf die Kette kriegt. Weil sie sagt, ja, du kannst es ja nur hinkriegen, wenn du nicht schwarz bist. Okay. Wenn du nicht weiblich bist.
Das ist doch auch ein Schlag ins Gesicht aller erfolgreicher Frauen, zu sagen, ja, du kannst erfolgreich werden, aber nicht, wenn du eine Frau bist. Das ist eine Ausrede, das ist die unsinnige Geschichte, die du dir selber erzählst, warum du nicht erfolgreich wirst. Und jeder von uns hat solche Geschichten. Jeder hat solche Geschichten, so eine Bullshit-Story, die du dir selber erzählst, warum du nicht erfolgreich werden kannst. Und das nennt man dann Glaubenssätze. Aber es stimmt nicht, es sind nur deine Überzeugungen, die du da hast. Wenn du die änderst, wirst du erfolgreich. So. Keine Gehbehinderung hast. Ich habe einen Rednerkollegen, der heißt Boris Grundl. Boris Grundl ist seit vielen Jahren querschnittsgelähmt nach einem Sportunfall. Boris Grundl rollt bei Vorträgen in seinem Rollstuhl auf die Bühne und begrüßt mit dem Satz, lieber Querschnitt als Durchschnitt. Keiner von uns könnte das so sagen, weil wir alle sitzen nicht im Rollstuhl, wir alle teilen nicht dieses Schicksal. Aber er kann das sagen und da steckt eine Menge drin. Er sagt, ich halte das für übertrieben, aber er sagt, das war das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte, weil so habe ich ein ganz anderes Leben jetzt geführt, ein viel besseres, als wenn ich nicht behindert gewesen wäre, sagt er. Okay. Die richtigen Klamotten trägst, den richtigen Haarschnitt, du kannst nur erfolgreich sein, wenn du den richtigen Haarschnitt hast. Habt ihr euch mal den aktuellen amerikanischen Präsidenten angeguckt? Also, welche Ausrede fällt dir ein, dass du sagst, aufgrund des Haarschnitts, das glaubt doch keiner, so wie Auto hast, Trophy, Frau inbegriffen und. Nochmal, das Feedback des Absenders, das sagt mehr über den aus als über dich. Nehmen wir ein zweites. Ein zweites ist von Regina. So, Regina hat kein Profilfoto. Da ist eine schwarze Rose im Foto zu sehen. Regina. Und das sind alles Klarnamen. Ne? Also die, zumindest jetzt hier die Regina hat mit ihrem richtigen Namen da auch gepostet. Alles super. So, Regina sagt, die Frage ist doch, ist Kommerz Erfolg? Oder dass man gesund ist, die Familie liebt und geliebt wird. Es ist nicht viel schöner, sich selbst im Spiegel anschauen zu können. Reichtum ist in der Regel immer auf Lasten der kleinen Menschen, auf denen, die sich nicht wehren können. Natürlich auch in anderen Ländern. Geld und Macht kann man nicht mehr ins Grab nehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen und dann darf die Seele einige Ehrenrunden drehen. Ich kenne Regina nicht. Aber ich weiß, dass Regina immer mehr Monat als Geld hat. Ich weiß, dass Regina in ihrem Leben nicht erfolgreich ist, wie immer man Erfolg definiert. Das müssen wir vielleicht zuerst machen. Jeder definiert Erfolg anders. Das hat jeder, wenn du 10 Leute fragst, kriegst du 11 verschiedene Meinungen. Meine Definition von Erfolg ist, die mir selbst gesteckten Ziele, die ich selber mir setze, dass ich die erreiche, das ist für mich Erfolg. Und das kann sein, dass ich morgens, was weiß ich, statt 58 Minuten eben eine Stunde eins laufe und dann die Uhr drücke und sage, geil, wieder den inneren Schweinehund, wieder den Tag mit einem Erfolg begonnen. Jeder definiert das. Erfolg kann sein, dass du sagst, ich fahre einfach mal spontan irgendwie mit meiner Family 4 Tage nach Paris ins Euro Disney. Das kann Erfolg sein, dass du sagst, ich habe so viel Geld, ich bin so unabhängig, ich kann mein Leben so einrichten, dass ich da einfach mal hinfahre mit den 4 Tage. Das kann sein, dass du spontan Urlaub machst, dass du dir ein schickes Auto kaufst, dass du in einem tollen Haus wohnst, dass du viel Zeit hast und diese Zeit eben mit deinen Kindern oder deiner Familie verbringst. Jeder definiert Erfolg anders. So. Die Frage ist doch, ist Kommerz Erfolg? Das kommt auf die Definition an. Also, ja, du kommst auch mit einem, was weiß ich, Fiat Panda von A nach B, ist cool. Aber mit einem Porsche Cabrio bei schönem Wetter, offen fahren bei 120, ist geil. Ist auch von A nach B kommen, aber ich finde es nun mal geiler. Aber das muss jeder für sich entscheiden, ob er sagt, ich brauche so ein Auto oder sagt, nee, mir sind andere Sachen wichtig. Ja, aber ich finde das gut. Also, wenn ihr noch nie Cabrio gefahren seid, ich habe erst, weiß ich nicht, mit 45 bin ich das erste Mal Cabrio gefahren, ich habe echt was verpasst. Hätte ich das gewusst, ich hätte es früher gemacht. Ist geil. Ob du das im Berliner Stadtverkehr willst, ist ein anderes Thema. Ja, aber ist cool. So, oder dass man gesund ist.
Bedeutet das dann, wenn du erfolgreich bist, wirtschaftlich und beruflich, dass das auf Kosten der Gesundheit geht? Was ist das für ein Unsinn? Es bedeutet doch nicht, dass die Menschen, die gut Kohle haben und erfolgreich sind in dem, was sie beruflich machen, dass die gleichzeitig krank sind oder übergewichtig oder so. Es geht beides. Es ist nicht entweder oder. Gesund ist die Familie, liebt und geliebt wird. Was heißt das? Heißt das, wenn du erfolgreich bist, dann hast du zu Hause einen Scherbenhaufen? Dann bist du nicht beziehungsfähig? Dann wollen deine Kinder nichts mit dir zu tun haben? Oder was bedeutet das? Das ist Unsinn. Natürlich liebst du und wirst geliebt, auch wenn du erfolgreich bist, wie immer du es definierst. Das sind aber Glaubenssätze, die dich davon abhalten, unbewusst erfolgreich zu werden. Das nimmst du so gar nicht bewusst wahr. Du musst auf jemanden treffen, der dir einmal erklärt, weißt du, was du da gerade für eine Scheiße denkst? Weißt du, was da gerade oben passiert? Wisst ihr, wie viele Gedanken wir pro Tag denken? 70.000 bis 80.000. 70.000 bis 80.000. Und wisst ihr, dass 90% davon negative Gedanken sind? Das sind alles Studien, das habe ich mir nicht ausgedacht. 70.000 bis 80.000 Gedanken pro Tag, jeder Mensch, pro Tag. Davon übrigens 98% Gedanken, die sich wiederholen. Das sind die gleichen Gedanken, die wir schon mehrfach hatten. Nur 2% pro Tag sind neue Gedanken. Und davon sind 90% negative Gedanken. Weil wir irgendwelche negativen Glaubenssätze in unserem Kopf drin haben und uns darüber Gedanken machen. So, kommen wir mal weiter. Ist es denn nicht viel schöner, sich selbst im Spiegel anschauen zu können? Was heißt das? Ich gucke mich jeden Morgen im Spiegel an und sage, Mensch, hat sich der liebe Gott echt viel Mühe gegeben, alles richtig gemacht. Ist cool. Was heißt das? Das heißt, du bist erfolgreich und kannst nicht mehr in den Spiegel gucken, weil du so viele Menschen betrogen hast, übervorteilt hast, belogen hast. Das ist Unsinn. So. Reichtum ist in der Regel immer auf den Lasten der kleinen Menschen, auf denen, die sich nicht wehren können, natürlich auch in anderen Ländern. Das Wort, was fehlt, aufgebaut. Ja, das ist auch ein Glaubenssatz. Du, das Spannende ist doch, wenn du Kohle hast, kannst du helfen. Wenn du keine Kohle hast, kannst du nicht helfen. Natürlich kannst du sagen, ich gehe einmal eine Woche irgendwie zur Tafel und gebe das Essen dort aus und helfe damit. Kannst du machen. Aber die Hebelwirkung ist doch viel größer, wenn du so viel Geld verdienst, dass du sagst, ich finanziere die Tafel mal einen Monat. Einen Monat im Jahr finanziere ich die Tafel. Das ist doch eine ganz andere Hebelwirkung. Und vielleicht hast du sogar richtig viel Spaß daran, an dem, was du tust und damit auch noch viel Geld verdienst. Dann macht es sogar Spaß, das Geld zu verdienen und das Geld dann möglicherweise zu spenden. Wenn du keine Kohle hast, kannst du nicht viel helfen, außer persönlich. Aber wenn du Kohle hast und du gibst sie ab, kannst du mit einer Hebelwirkung viel stärker was tun. Und hier ist auch das Beispiel, ist auf Lasten anderer. Wir entscheiden als Konsumenten doch, ob wir bei H&M für 5 Euro ein T-Shirt kaufen. Und wir genau wissen, H&M hat da 50% Marge dran. Das heißt, diese T-Shirts werden nicht auf der Schwäbischen Alb hergestellt. Ja, so. Oder ob du im Supermarktregal die billige Milch nimmst oder die faire Milch, die dann eben 50 Cent mehr kostet, aber du weißt, dass es den richtigen Leuten zukommt. Das entscheiden wir als Konsumenten doch. So, das heißt doch nicht jetzt wieder, dass die Menschen, die reich sind, dass die das immer machen auf Kosten anderer Menschen. Das stimmt doch nicht. So. Ja, wir verdienen auch Geld, natürlich. Ihr habt auch Eintritt bezahlt, ihr habt alle Eintritt bezahlt. Und, habe ich ein schlechtes Gewissen? Nee, ich feiere das. Ihr zahlt Geld, ihr findet es gut und... Ihr findet es gut und steht dann abends noch so lange an, um mit mir ein Foto zu machen. Das ist der Hammer, das ist der Wahnsinn. Das ist... Ihr zahlt die Tickets, ihr habt Spaß hier, ihr wollt nachher noch ein Foto machen. Alles richtig gemacht. Alles richtig. Ihr wie ich, absolut, alles passt. So, dann Geld und Macht kann man nicht mit ins Grab nehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, du kannst nichts mitnehmen. Das ist so. Und mich konnte auch noch keiner davon überzeugen, dass das hier nur die Generalprobe ist. Und dass wir irgendwie dann später wirklich, dass dann nochmal ein richtig geiles Leben kommt. Und weil mich da noch keiner überzeugen konnte, dass das die Generalprobe ist, sage ich, dann mache ich lieber in diesem Leben Attacke. Gebe ich hier jetzt einmal richtig Attacke, weil ich weiß nicht, ob dann noch irgendwas kommt. So, das muss jeder für sich
entscheiden. Aber jetzt zu sagen, du kannst nichts mitnehmen und deswegen in diesem Leben auch nichts anschaffen, was ist das für ein Unsinn? Ja, du kannst Bettelmönch werden, ohne Frage. Dann hast du nichts, du hast mit der Geburt nichts bekommen, du gibst nachher nichts mehr ab. Alles gut, wenn das deine Bestimmung ist. Muss aber nicht sein. Es gibt so viele tolle Sachen, die kannst du in dieser Generalprobe noch mitnehmen oder in diesem Leben, je nachdem, wie du es siehst. Und dann darf die Seele einige Ehrenrunden drehen. Auch das, der Glaubenssatz, den Regina hier hat, ist, wenn du erfolgreich bist, wenn du viel Geld verdienst, wenn du wohlhabend bist, wenn du Karriere machst, dann musst du im nächsten Leben dafür büßen. Woher kommen diese Glaubenssätze? Wir haben Glaubenssätze, die ersten, die unsere Glaubenssätze prägen, sind unsere Eltern. Das sind unsere ersten Vorbilder. Dann unsere Geschwister, die Kinder, mit denen wir spielen auf der Straße. Dann die Erzieher, die Lehrer, die Freunde, die wir später haben. Ganz, ganz stark die Medien, Fernsehen, Zeitungen, da werden Glaubenssätze gemacht. Guck mal, Unternehmer in Deutschland. Deutschland ist kein Land der Unternehmer. Deutschland werden wir erzogen, um Angestellte zu werden. In der 9. Klasse habe ich gelernt, wie man Bewerbungen schreibt und Lebensläufe schreibt. Aber ich habe nicht gelernt, wie gründet man ein Unternehmen, wie macht man eine Gewerbeanmeldung, wie finanziert man das alles. Das habe ich nicht gelernt. Und das wird bei euch genauso gewesen sein. Und das ist kein Land der Unternehmer. Mein Sohn ist jetzt 12, das ist glaube ich 2 Jahre her, sitzt neben mir im Auto und guckt, weil es langweilig ist beim Autofahren, auf dem iPad wilde Kerle. So, mit 10 guckt man wilde Kerle und die Mädchen gucken mit 10 wilde Hühner. So. Und dann gibt es eine Szene, er guckt das auf laut, ich kriege den Ton mit, gibt es eine Szene, da hat ein Unternehmer betrogen und der Vater einer der Jungs ist arbeitslos geworden und jetzt steht die Familie vor dem finanziellen Ruin und jetzt gehen die Jungs zu dem Unternehmer und wollen den zur Rede stellen. Und die Szene funktioniert so, die Tür geht auf, ein riesiges Büro. Du brauchst 10 Minuten, bis du am anderen Ende bist. So. Ganz am Ende, da ist nichts drin, außer ganz am Ende ein großer Schreibtisch. Und hinter diesem Schreibtisch ein riesiger Ledersessel. Und da sitzt drin Uwe Ochsenknecht mit gegelten Haaren, schmierig bis zum Abwinken. So, und der sitzt da so drin. Jetzt kommen die Jungs und sprechen ihn an. Und ich denke mir, was lernt mein Sohn gerade? Welche Glaubenssätze bekommt mein Sohn gerade eingepflanzt? Er bekommt eingepflanzt, Unternehmer betrügen. Unternehmer haben Riesenego. Unternehmer sind schmierige Typen. Er bekommt unterschwellig eingetrichtert, werd nicht Unternehmer. Unternehmer sind keine guten Leute. Nehmen wir die Presse. Anton Schlecker hat in der Spitze 56.000 Menschen einen Job gegeben. Ob dieser Job erstrebenswert ist, muss jeder für sich überlegen. Ja, aber 56.000 Menschen hatten einen Job. Anton Schlecker war extrem erfolgreich, hat dann aber irgendwann die Kurve nicht mehr bekommen. Und wie ist die Presse mit Anton Schlecker umgegangen? Wie ist die Presse mit ihm umgegangen? Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Ein Unternehmer, der was riskiert hat, der über 50.000 Menschen einen Job besorgt hat, der wird in Deutschland ans Kreuz genagelt. Was ist die Botschaft? Die Botschaft ist, mach dich nicht selbstständig. Wenn du einen Fehler machst, wir nageln dich ans Kreuz. Sehr spannend. Der Film Titanic, vielleicht habt ihr Titanic mal gesehen, und in dem Titanic-Film, wie werden die Passagiere der ersten Klasse dargestellt? Die Reichen. Als arrogant, hochnäsig, die mit anderen schlecht umgehen, die Kinder und Frauen wegstoßen, um noch ins Rettungsboot zu kommen, die auch nicht glücklich sind, obwohl sie alles haben und so weiter. Guck mal, wir gucken solche Filme und wir lassen uns davon berieseln, aber die gehen ganz tief ins Unterbewusstsein, dass ihr mal ein Gefühl dafür habt, Unterbewusstsein, wie groß ist der Teil des Bewusstseins? Es gibt so ein Beispiel, 1,5 Zentimeter ist das Bewusstsein, ist das, was wir bewusst machen. Wie groß wäre im Vergleich dazu die Strecke des Unterbewusstseins? Wenn das Bewusstsein 1,5 Zentimeter ist, wie groß wäre dann das Bewusstsein? Was schätzt ihr? Genau, es sind 11 Kilometer. 11 Kilometer.
Das heißt, der allergrößte Teil, den wir machen, der uns ausmacht, das ist unser Unterbewusstsein. Das ist im Vergleich zu dem, was wir bewusst machen, ist das ganz, ganz, ganz wenig. Und wenn du so einen Titanic-Film siehst, dann bekommst du eingetrichtert, die Reichen sind auch nicht glücklich. Die Reichen sind Arschlöcher. Werd nicht reich. Und das sind Programme, die ablaufen. Und das Spannende ist, an solchen Kommentaren bei Facebook sehe ich, welche Programme bei diesen Menschen ablaufen. Du siehst genau, ich kann dir genau sagen, was bei dem nicht passt. Also, achtet auf die Glaubenssätze. Achtet auf euer Umfeld. Euer Umfeld hat nämlich die gleichen Glaubenssätze. Wenn du in einer Gründer-WG bist, dann sind alle von den Glaubenssätzen her, sagen, Attacke, wir geben richtig Gas, der Markt ist riesig, wir wollen Erfolg haben, da draußen ist so viel Geld, es ist nur noch nicht bei mir. Das sind die Glaubenssätze einer Gründer-WG. Und jetzt guck mal in eine Hartz-IV-Familie. Guck mal, was haben die für Glaubenssätze? Die haben komplett andere Glaubenssätze. Womit füttert die Hartz-IV-Familie ihr Unterbewusstsein den ganzen Tag? Mit Hartz-IV-Fernsehen. Und die sind in einem Umfeld, die genauso sind. Und die Probleme sind, die Fehler, warum es so ist, finden sie immer im Außen. Es sind immer die anderen. Es ist die Politik, es ist die Regierung, es ist der Typ auf dem Amt, es sind die bösen Unternehmer. Es sind immer die anderen. Aber in dem Moment, wo du mit einem Finger auf den anderen zeigst, zeigen drei auf dich zurück. Die Gründer sagen, ey, wie geil, wir machen das hier, wir machen das hier. Kennst du den? Wie kommen wir an den ran? So, das ist ein anderes Mindset. Und das spiegelt sich dann im Außen wieder. Das, was du im Außen hast, das ist erstmal das, was du im Kopf drin hast. Du kannst nicht außen anfangen. Du kannst nicht sagen, ich lease mir jetzt irgendwie ein teures Auto und dann werde ich erfolgreich. Der Weg läuft anders. Du musst erstmal jemand sein, um dann jemand nach außen auch darstellen zu können. Du musst erstmal in deinem Kopf was sein. Also, fragt euch, habt ihr das richtige Umfeld? Welche Glaubenssätze hat euer Umfeld? Sagt euer Umfeld, nein, also Geld macht auch nicht glücklich. Und es geht uns doch gut. Wir brauchen doch nicht mehr. Und du warst doch auch früher erfolgreich. Wieso willst du denn jetzt was ändern? Wenn du das Umfeld hast, dann stehst du automatisch auf der Bremse. Ja, weil, stimmt, brauchen wir nicht. Ist doch auch gut so. Ja, die Frage ist, reicht dir das oder willst du mehr? Willst du mal gucken, wie weit es gehen könnte? Es gibt eine Liste bei YouTube, das YouTube heißt das allerwichtigste Video deines Lebens. Da gibt es eine Folge zum Thema Glaubenssätze und, na stimmt, doch ist ein YouTube-Video. Gibt es auch als Podcast. Und dort findet ihr eine Liste drin, die ihr runterladen könnt, mit 100 Aussagen zum Thema Glaubenssätze, zum Erfolg, zum Thema Erfolg und Geld. Das ist sehr, sehr cool. Ich habe diese Liste durchgearbeitet vor 2 Jahren, habe 80 Fragen auf Anhieb beantworten können. 15 Fragen musste ich ein bisschen länger drüber nachdenken, an 5 Fragen kaue ich heute noch drum rum. Aber das ist sehr spannend, einmal die Glaubenssätze zu hinterfragen. Was willst du? Was denkst du? Wo kommst du hin? Also, das war jetzt einfach nur die Einleitung. Du wirst nicht erfolgreich, wenn du dir hier oben eine unsinnige Geschichte erzählst. Hinterfrage dein Denken, hinterfrage deine Glaubenssätze und überprüfe, bist du im richtigen Umfeld. Hey, und wenn dir das jetzt gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da, gerne unten einen Kommentar, dass wir ein bisschen interagieren können und aktiviere die Glocke. Hier unten gibt es die Glocke und du erfährst immer dann, wenn es ein neues Video gibt, automatisch von den News. Also, lass uns interagieren. Liebe Grüße, fette Beute.